Hi Leute, ich hatte ja so ein paar Short-Videos gemacht über die App CodeCheck. Mit der App CodeCheck könnt ihr auf solchen Produkten oder auch auf Lebensmitteln diesen Barcode einscannen oder auch den Produktnamen eingeben. Und dann sagt euch CodeCheck, wie gut dieses Produkt ist, ob da zum Beispiel irgendwelche gefährlichen Stoffe drin sind, irgendwelche Chemikalien oder was weiß ich. Wobei gefährlich ist halt immer Auslegungssache. Nur mal so am Rande. Sagen wir einfach mal so, dass die App sagt euch, welche Art von Chemikalien da drin sind oder auch nicht. Daraufhin habe ich zahlreiche E-Mails bekommen, in denen halt teilweise gestanden hat, ich soll doch nicht einfach nur die App zeigen, und ich hatte da auch teilweise ein paar Sachen angezeigt, die in den einen oder anderen Produkt drin sind, aber ich habe halt nie ein Produkt gezeigt. Weil das ist auch nicht, normalerweise aus Markenrechtgründen ist das gar nicht erlaubt. Und das wird dann akut, wenn man Produkte in Videos wie diesem mit einem negativen Hintergrund zeigt. Heute gibt es aber etwas Positives zu berichten. Denn ich war eine Stunde lang im Rossmann und habe die drei wichtigsten Pflegeprodukte rausgesucht, die gut sind. Und dazu gehört einmal hier die Zahncreme von Lavera, die ist gut. Die ist in CodeCheck als leicht bedenklich, glaube ich, eingestuft, weil die halt als Reinigungssubstanz Sulfat drin hat. Wenn jemand von euch eine Zahncreme hat, die in CodeCheck ganz grün ist, dann könnt ihr mir die gerne empfehlen. Aber hier die Lavera, die hat kein Fluorid, die ist fluoridfrei und die ist halt leicht bedenklich wegen dem Sulfat. Sulfat wird aber benötigt halt, um zu reinigen. Das ist halt ein Reinigungsmittel, sage ich mal. Und in diesem Fall ist das leicht bedenklich. Das ist aber noch okay, finde ich. Ein Produkt, das leicht bedenklich ist, ist okay. Geht mal mit CodeCheck zu Rossmann oder eine andere Drogerie, DM oder was weiß ich, und scannt da die Zahncremes. Und ihr werdet schnell feststellen, Lavera ist ein sehr gutes Produkt. Genauso ist das mit Shampoo. Hier dieses Shampoo von Lavera ist das einzige Produkt, was ich jetzt gefunden habe. Ich hatte jetzt nicht unendlich Zeit, aber das ist das, was ich jetzt gefunden habe heute, was absolut grün ist in CodeCheck. Das ist sehr gut hier, dieses Shampoo. Und ich sag mal so, das ist von der Konsistenz her ein bisschen anders wie die anderen Shampoos, die ich früher benutzt habe. Ich habe sonst früher, was weiß ich, diese einschlägigen Marken benutzt, und die kennt ihr ja von der Konsistenz her. Das ist hier ein bisschen dünnflüssiger. Und ich bin aber der Meinung, also für mich ist es okay, müsst ihr für euch entscheiden. Ihr könnt ja mal so eine Flasche holen, die leider nicht sehr günstig, also nicht so günstig ist. Die kostet das Doppelte wie manch anderes Produkt. Ich habe den Preis aber jetzt nicht mehr im Kopf, aber alle drei sind nicht so günstig. Aber das ist halt gut. Keine Chemie in diesem Produkt. Von daher, das hat bei mir oberste Priorität. Ich möchte nichts Chemisches auf die Haut schmieren. Und weil alles, was auf die Haut kommt, geht auch in die Haut. Also an solchen Sachen hier halt. Und wenn da Chemie drin ist, dann geht das auch in die Haut. Will ich nicht. Und deshalb ist mir der Preis egal. Ich sag den hier auch gar nicht. Lavera Shampoo ist einfach gut. Dann geht das weiter hier mit diesem Deo von Nivea. Das riecht in der Tat wie die Nivea Creme. Ich finde es angenehm. Und dieses Deo ist in CodeCheck ebenfalls grün. Aluminiumfrei und in CodeCheck grün. Und das war für mich das Kriterium, auf dieses Deo umzusteigen. Und ja, diese drei Produkte sind heute meine Empfehlung für diejenigen, die eben halt gesagt haben, empfehl doch auch mal ein paar Produkte. Wenn du schon so viel scannst, dann sag doch mal, was gut ist. Hier ist das, also die drei wichtigsten Sachen sind hier. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einkaufen geht, dann benutzt solche Apps wie CodeCheck oder Open Food. Das ist auch eine App, die je nachdem, welches Produkt ihr scannt, sind da sogar noch ein paar mehr Informationen drin. Bei anderen Produkten hat wiederum CodeCheck mehr Informationen. Ihr müsst hier und da mal so ein bisschen hin und her wechseln. Und das macht man ja nicht regelmäßig. Also sage ich mal, wenn man einmal für alle Produkte, die man selber benutzt,
das Produkt gefunden hat, was für einen selber okay ist, wenn man denn halt ohne Chemie und sowas haben will, dann musst du ja nicht jede Woche aufs Neue suchen, sondern du kennst ja dann dein Produkt. Wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich mal bei Rossmann stöbern, ob es nicht noch ein anderes Produkt gibt, weil man will vielleicht mal ein Deo, was anders riecht, oder mal ein Shampoo, was anders riecht, was weiß ich. Und dann gucke ich ab und zu mal, was es da noch so gibt, aber meistens sind die Sachen bedenklich oder sogar sehr bedenklich. Heute habe ich ein Mundwasser. Ich habe das Mundwasser, was ich normalerweise nehme, das habe ich vorgestern, war das leer, und dann bin ich vorgestern einkaufen gefahren und habe auf die Schnelle ein Mundwasser gekauft, ohne das zu scannen. Ich ärgere mich jetzt schwarz, weil da steht in der Tat bei CodeCheck drin, sehr bedenklich. Und ja, das ist genau das, was ich nicht will. 4 Euro für die Tonne. Muss ich jetzt ein anderes kaufen. Aber hier, diese Produkte sind gut. Nivea und Lavera. Das kann ich euch auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen. Guckt bei CodeCheck rein. Geht mit CodeCheck und Open Food einkaufen, wenn ihr eurem Körper was Gutes tun wollt und Chemikalien reduzieren oder sogar ganz drauf verzichten wollt. Das ist auch besonders beim Essen gut. Es wird ja jetzt besonders wegen der CO2-Geschichte, wird ja jetzt bei Essen gesagt, halt, die Leute sollen auf vegane Produkte umsteigen, weil die CO2-freundlicher sind als das böse Fleisch. Scannt diese veganen, freundlich, CO2-freundlichen Produkte, scannt die mal mit CodeCheck und Open Food. Ihr werdet erstaunt sein, was da alles für tolle Sachen drin sind. Es gibt aber auch vegane Sachen, die gut sind. Also es ist nicht alles Müll, sage ich jetzt mal, aber vieles. Und deswegen mit CodeCheck einkaufen gehen, mit Open Food einkaufen gehen, die Produkte scannen, die guten in den Einkaufswagen, wenn ihr die haben wollt, und die schlechten ignorieren. Ganz einfach. Das macht ihr ein paar Wochen und dann wisst ihr ganz genau, was gut ist und was nicht. Aber ich rate euch, ab und zu mal kontrollieren, stichprobenartig, die Produkte, wenn ihr die regelmäßig kauft, weil ich habe es selber schon erlebt, das Produkt kommt grün in den Handel und nach einem halben Jahr ist das auf einmal die Rezeptur geändert und es ist derselbe Mist drin wie bei den anderen Sachen auch. Also auch da ab und zu stichprobenartig mal kontrollieren. Und wer will denn schon freiwillig sich mit Chemie vollstopfen? Das will keiner. Also kauft die guten Produkte, kontrolliert, und ihr werdet feststellen, dass ihr gesünder lebt und ihr werdet euch auch besser fühlen. Und das tut ja dann auch was Gutes. In diesem Sinne, ja, das war's. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich kann höchstens noch die Apps in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr direkt die installieren könnt. Ich habe jetzt ein Android-Handy. Ich verlinke die Android-Links zum Play Store. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, nutzt das. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ihr tut euch was Gutes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.